Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren. Die Kooperation zwischen Bundespolizei und Bayerischer Polizei ist verfassungs- und europarechtlich einwandfrei. Das von Bündnis 90 Die Grünen in Auftrag gegebene Gutachten zur angeblichen Rechtswidrigkeit der Bayerischen Grenzpolizei ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Das Gutachten stellt die seit Jahrzehnten praktizierte erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Bund und dem Freistaat Bayern hier in Frage. Wir nutzen jedenfalls seit jeher eine in § 2 Absatz 1 des Bundespolizeigesetzes vorgesehene Öffnungsklausel und führen die Grenzkontrollen wie schon bisher an einigen bayerischen Flughäfen durch. Dadurch wird die föderale Kompetenzverteilung nicht verletzt. Bis 1997 haben wir ja Grenzkontrollen systematisch sowohl an der tschechischen wie an der österreichischen Grenze auf der Grundlage der Vereinbarung mit dem Bund jahrzehntelang durchgeführt. Und es ist mit Verlaub über Jahrzehnte hin, weder in der alten Bundesrepublik Deutschland noch nach der Wiedervereinigung irgendjemand auf die Idee gekommen, dass es für diese Tätigkeit der Bayerischen Grenzpolizei damals allein an den bayerischen Grenzen sozusagen unterwegs irgendwelche verfassungsrechtlichen Vorbehalte geben sollte. In der Tat, diese Kritik weise ich zurück. Und nochmal, wir schützen nicht die Grenze, wir schützen die Menschen in unserem Land. Uns geht es, das habe ich von Anfang an gesagt, um die Sicherheit der Menschen. Das ist von Anfang an, das ist der Grundauftrag der Polizei in unserem Land. Und darum geht es auch in der Tat bei der Schleierfahndung. Das war von Anfang an, wie wir die Schleierfahndung 1997, denke ich, eingeführt haben. Damals ja der Wegfall der Binnengrenzkontrollen, damals das klare Versprechen, auch aus der bayerischen Landespolitik heraus, der Staatsregierung wie des Landtags, dass dieses mehr an Freiheit für die Menschen nicht zu einem weniger an Sicherheit in unserem Land führen kann. Wir haben diese Schleierfahndung sozusagen in Bayern entwickelt. In den folgenden Jahren haben sie viele andere Länder in Bayern übernommen, inzwischen auch andere europäische Länder. Wir hatten jetzt jahrelang auch eine Auseinandersetzung. Sie erinnern sich das teilweise von unserem tschechischen Nachbarn, von der Regierung, nie von der Polizei. Kritik geübt worden ist. Inzwischen ist das alles erledigt. Die Verfahren auf europäischer Ebene zur Überprüfung dessen sind eingestellt worden. Und bekanntlich hat ja bei der letzten Verlängerung der Grenzkontrollen durch die der Zustimmung durch die Europäische Kommission. Die Kommission erstmals erklärt, also das sei jetzt noch mal hinnehmbar, die Verlängerung, aber man weise schon ausdrücklich darauf hin, man müsse ja nicht unbedingt Grenzkontrollen immer durchführen. Die Schleierfahndung sei auch ein sehr probates Mittel, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Das heißt, den zeitweiligen Vorbehalten auch auf der Kommissionsseite gegenüber der Schleierfahndung hat sich inzwischen ins Gegenteil verkehrt. Und die Kommission empfiehlt jetzt den EU-Mitgliedsländern ausdrücklich, wenn entsprechende Sicherheitsbedürfnisse vorhanden sind, doch vom Mittel der Schleierfahndung Gebrauch zu machen. Auch darin sehen wir uns erneut darin bestätigt, dass das, was wir machen, rechtlich richtig ist und zum Zweiten sicherheitsmäßig wirksam. Und genau darum wird es uns auch weitergehen. Wir wollen die Sicherheit der Menschen in unserem Land schützen, nicht die Grenze abstrakt.